Jo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir ein SBB am Start und mit dabei ist der gute Cenk. Was geht? Jo, was geht ab Leute? Cenk ist auch mit am Start. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, hier direkt zum Icon-Pots-SBB Kane mitgenommen. Und das Coole ist ja, wir müssen gar nicht auf Chemie achten, wir müssen nicht darauf achten, wer wir mitnehmen. Wir können einfach alles reinklatschen, egal ob 0 Chemie oder 33 Chemie. Super cool. Genau, werden, denke ich, ganz teure und coole Teams, die wir hier am Ende haben. Wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Ich denke, so 399 Likes können wir auf jeden Fall schaffen. Pusht da auf jeden Fall mal ein bisschen rein. Lasst gerne auch ein Abo da, schaut bei Cenk vorbei. Da haben wir auch was Cooles gedreht, eigentlich genau dasselbe. Und dann können wir reinstarten. Möchtest du als erstes reinhalten oder soll ich? Wir haben die gleiche Formation. Ich halte direkt mal rein. Ich habe ein paar Spieler aufgeschrieben, teuer und nicht so teuer. Ist ein Gemisch. Okay, wir fangen mal so mit mittelteuer an. Ich glaube, die SBC hat 600k gekostet oder so. Toti Icon, Hugo Sanchez. Dann haben wir im LZOM, wenn du den hast, das würde mich krass wundern, Scott aus der EFL. Das war dieser EFL-Pick, den man abschließen konnte. Keine Ahnung, ob du das überhaupt mitbekommen hast mit diesem EFL-Pick. Und im RZOM habe ich eine rote Karte von mir, Martin Ødegaard. Oh, okay. Also ich dachte schon, dass ich dich hab bei der Potty Icon SBC, weil da ist ja Pires gekommen. Ich habe nämlich Pires aufgeschrieben und ja, mit EFL habe ich so einen Hype mitbekommen, aber gar nicht gecheckt. Also ich habe es nur kurz gesehen und dachte mir, hä, was ist das denn? Dann habe ich Gabriel Jesus aufgeschrieben. Keine Ahnung, hätte ja sein können. Und ja, Torwart im rechten ZOM, ne? Ach, das war so klar, Mann. Ødegaard leider ein bisschen zu aufwendig, muss ich sagen. Das ist eine coole Karte. Nicht so teuer, aber es ist eine super Karte und war viel zu aufwendig. Ah, okay, komm. Ich halte auch mal direkt rein. Okay. Fangen wir da an bei den zwei Icons. Ich habe nämlich drei Icons mitgenommen und ich glaube, die hast du auf jeden Fall nicht. Einmal, nee, den hast du vielleicht sogar. Pires. Roti Icon. Dann aber die zwei, die du wahrscheinlich nicht hast. Einmal Crespo und einmal Rui Costa. Hier ist er. Wer nimmt denn die drei Icons mit? Was ist das denn? Ja, ist doch gut, oder? Ist doch scheiße, ist das doch. Was hast du auch geschrieben? Keine Ahnung, irgendwelche Leute, die ich nicht mal kannte, aus der EFL Teller und so hießen die. Ach was, bist du so undercover gegangen, oder was? Ja, ich dachte, keine Ahnung, ich kenne dich eigentlich langsam. Du, früher hast dich immer bei mir beschwert, dass ich so Undercover-Teams baue und mittlerweile machst du das auch so. So, Freunde, Mittelfeldspieler, das sind meine Tipps. Ich halte als erstes mal in die Kamera. Alright, was habe ich denn mitgenommen? Stimmt, die beiden hier, wieder zwei Icons, der Sai und Xabi Alonso. Junge, er baut ein cooles Icon-Team. Ich habe Casemiro und Thuram aufgeschrieben. Thuram wollte ich sogar kurz mitnehmen, aber ich wollte unbedingt. Xabi Alonso wollte ich sowieso spielen, aber ich wollte Desailly mit mal ausprobieren, weil das Ding ist, ich habe seine Geburtstagskarte gespielt, die war krank gegen dich, weißt du noch? Da hast du kein Spiel gesehen. Ja, Juicy oder? Und jetzt habe ich den mit mal mitgenommen. Vielleicht wird das ja so eine ähnliche Erfahrung wie das SBB. Ja, hör mir auf. Ich stelle mal meine Karten rein. LZDM, ich könnte auch sogar Xabi Alonso machen. Mache ich aber nicht. Ich nehme den Büffel Gennaro Gattuso mit, die Food Birthday Icon SBC. Und im RZDM, ich weiß gar nicht, was der kostet, ob der noch so teuer ist oder ob der schon günstiger geworden ist. Ich habe ihn auf jeden Fall in Rot gezogen. Bruno Gmeisch. Coole Karten nimmst du damit. Bruno Gmeisch. Ich wünschte, ich hätte ihn auch gezogen. Rot habe ich aber nicht. Ich habe aufgeschrieben zwei Icons, weil, ja, weiß ich nicht. Wir kommen direkt auch zu den nächsten, zu den vorletzten Spielern, Außenverteidiger. Und ich würde sagen, hau mal deine Tafeln in die Facecam. Also nicht wortwörtlich, nicht, dass du deine Facecam jetzt kaputt machst, aber kannst du gerne mal reinhalten auf jeden Fall. Rechtsverteidiger, Zambrotta. Ich habe wieder zwei Icons. Hä? Habe ich überhaupt Team of the Seasons mitgenommen? Ohne Sinn. Und links Maldini. Mann, Junge. Hier und Robertson, verarsch dich, ey. Mann, du nervst, ey. Ich hab einfach alles bisher. Junge, kommt überhaupt noch Team of the Season? Keine Ahnung. Okay, ich hab mal meine Cam rein. Mein Board in die Cam. Ja, komm. Also, Linksverteidiger könntest du haben, Andrew Robertson. Und Rechtsverteidiger, den hast du nie im Leben. Ansonsten hast du einen extra Discard. Silber, erspielbare Karte, Tots, Van Ewick. Ich finde, das ist Cheaten, wenn man erspielbare Karten mitnimmt. Bin ich euch ehrlich, Chat. Mies nicht. Also ich habe Maldini und Gertrude aufgeschrieben. Da ist eigentlich Gertrude, aber ich nenne ihn Gertrude, weil es einfach einfacher ist. So, Innenverteidiger, Torwart. Jetzt wird es nochmal spannend. Ich snipe dir jetzt einen raus. Ich soll wieder einfügen, oder was? Jojo, mach du mal. Ich bin diesmal auf Team of the Season Karten gegangen. Einmal Ake, einmal Danilo
beide gezogen, einer in Rot, einer in Blau. Und im Kasten habe ich meiner Meinung nach den besten Keeper, den es im Spiel gibt. Den habe ich aber noch gar nicht gekauft. Und das ist nicht Thundersaw, sondern Cassias Trophy Titan eigentlich. Boah, ich habe Gertrude, dann diesen neuen, wie, boah, frag mich nicht, wie ausgesprochen wird, wie Jurux aus der EFL, dieser Torwart. Ne? Das ist Cassias, ne? Nein, wie Jurux ist dieser Torwart. Ich habe Ake, aber Ake kann raus. So ein Ake, voll coole Karte. Mach mal Torwart da rein jetzt lieber. Jo, halt mal lieber deine Spieler rein. Ah, so keinen. Ich bin mit Ferdinand Prime gegangen, dann Kim Min-jae und wo ist denn der? Kim Min-jae und im Tor der gute Petr Cech, World Cup Icon. Ich kann das nicht mehr. Ich habe Ferdinand aufgeschrieben. Man sieht es hier noch auf dem Board und ich habe ihn durchgestrichen und Desai hingeschrieben. Jetzt wurde Desai Cassias. Hätte ich ihn nicht durchgestrichen. Oh, ich bin so blöd. Okay, das heißt, wir gehen beide mit einem Bronze-Spieler ins Spiel. Cassias hole ich mir jetzt schnelle Welle noch. Oh, aber der in der Verteidigung ist ein Bruch. Der gleich jetzt Co-Farbe spielen. Nicht ohne Überlegen drückt der X. Einer macht sich Gedanken um Trikots. Mach dir mal lieber Gedanken um deine Discards gleich. Ah ja, bitte. Letztes Mal hast du 7 Discards oder so passiert. Mann. Backshot okay, United. Zeig mal dein Team jetzt hier. Rein. Alicia Lehmann. Ja, das ist so eine Süße, oder nicht? Geile Sau. Jetzt kommt mit rein, ne? Ich hoffe, du weißt das. Mausi ist das noch. Mausi. Oh, da habe ich ihn auseinandergenommen. Crespo, die Legende. Ohne Sinn die Grätsche. Oh. Ohne Sinn, dass der Ball durchkommt. Das ging aber schnell. Ist das Bruno Gumayrish. Alter, scheiß Cassias. Ja, Cassias macht Geld mit dem, ne? Zack. Ja. Hey, ehrlich, mit Glitches in Hamburg. Wo war da jetzt ein Glitch? Ohne Witz, Mann. Wo war da jetzt ein Glitch? Ich habe ihn in den Lauf geschickt und Pass gespielt. Ja, war kein Glitch. Sei ruhig jetzt. Oh, Harry Kane, das ist ja gar nicht mal schlecht. Ich dachte, wäre kacke. Das ist cool. Boah, da habe ich die Lücke auch gesehen. Aber das Ding ist, wenn man die Dinger nicht macht, wird man bestraft, Bro. Da wird man einfach bestraft. Oh, hat er gut gemacht. Mit Tricks in den Kassel. Hat er gut gemacht. Hey! Aber das ist doch alles scheiße. Ja, sorry. Du tunnelst da meinen Keeper, da muss ich einen Anstrich rausmachen. Oh! Oh mein Gott! Digga, das ist so übel, dass da alles reingeht. Also, da würde ich auch einfach meinen YouTube-Kanal an deiner Stelle löschen und mich Identität ändern, alles. Folgenschutzprogramm und so. Das ist ja asozial, was ich gerade mit dir gemacht habe. Oh mein Gott. Guck mal, deswegen sollte man vor dem Spiel nicht groß reden. Ja, weil du auch so das Verstreck bist immer. Ja, komm. Besser ist das. Ja, ich sag ja, das war alles schon jetzt. Junge, deine scheiß Zeitung. Ja, das kannst du nicht mit, Bro. Ja. Na, wie sieht's aus? Darf ich das kann? Ja, warte kurz. Okay, yes, du kannst. Okay, ich fange mit deinem Keeper an. Dann deinen, ich habe 4, ne? Ja. Dann deinen rechten ZDM. Deinen linken ZOM und deinen rechten Stürmer. Oh, nice dann. Scott, Petr Cech, World Cup Icon da und Kane. Und dann hast du im RZDM Bruno Gumayrish getroffen. Ja. Ich habe einfach alles stehen lassen. Och Mann, ey. Oh mein Gott, das ist genau der. Ach, du Scheiße, du Armer. Das tut mir leid. Das tut mir doll leid. Ja. Harry Kane ist drin. Cech ist drin. 60k. Harry Kane ist, glaube ich, 200k oder so.
Bruno Gomayris, ich weiß nicht, was der kostet, aber in Rot tut er doppelt weh. Harry Kane, das ist eigentlich auch eine geile Karte. Ja. Ach so, ja, na dann. Ab damit, Und noch dieser Scott, den kriege ich auch nicht wieder. Das ist doch scheiße, ist das doch. Look down, cause I'm top on the world, eh? I'm on top of the world, eh? Und du bist on the bottom, weil du einer hast das singt verloren. Einfach, ey. Einer singt, weil du hast verloren. Skandal, Skandal, Skandal. Naja, gut, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen. Ja, wir haben am Anfang erwähnt, macht gerne mal die 399 Likes voll. Schaut bei Cenk vorbei, da haben wir das selber aufgenommen. Lasst gerne ein Abo da. Leute, alles mit Humor nehmen. Fabio und ich sind Freunde, ganz dicke Freunde. Fabio kommt auch bald nach Hamburg und dann umarmen wir uns und geben uns die Hand auf diese SPBs. Und Leute, lasst hier Liebe, lasst hier ein Abo und ein Like dafür, die ganzen Discards, die der Junge mitmachen muss. Letztes Video 7 Discards, heute 4 Discards. Deswegen, haut rein. Ciao, ciao. Go dumb. I'm pretty god like a nun. I'ma put that on my